Pimp My Garden Nummer 12. Das Wetter ist heute mal wieder so true und ich habe mich sehr gefreut. Luca heute in der 8B. Herr Pieper, ich wusste ja gar nicht, dass Ihre Gartenvideos so interessant sind. Habe ich mich irre drüber gefreut. Weiter so. Auf jeden Fall, heute mache ich wieder ein ganz kleines Projektchen. Die Sonne scheint, es ist 16 Uhr. Ich musste heute ein bisschen länger nach Schule bleiben. Das heißt, der Garten, das wird jetzt kein Großprojekt geben. Außerdem sind die fehlenden Bambuspflanzen auch noch nicht da. Ich werde heute so ein bisschen rumtüdeln und rumexperimentieren mit meiner Bewässerungsanlage. Und zwar wegen dem Druck, was ich dir schon erwähnt habe. Aber das werde ich dir jetzt im Detail einmal zeigen. Hier habe ich angefangen, einmal den Schlauch. Das ist ja das letzte Ende. Das habe ich erstmal so provisorisch mit ein bisschen Tesafilm abgedichtet. Einfach übereinander gefaltet und dann zugemacht. Und hier habe ich mit dem Akkuschrauber vorgebohrt und dann die Düsen reingeschraubt. Hier tatsächlich jetzt an jeder Pflanze. Manchmal macht der Schlauch einen kleinen Schlenker, dann habe ich ein bisschen Spiel, falls ich das im Nachhinein noch ein bisschen verrücken möchte, dass die nicht ganz so dicht zusammen sind, die Düsen. Und so habe ich, wie gesagt, eine schöne Bewässerungslinie hier. Und jetzt teste ich mal. Auch hier habe ich jetzt Verbinder statt den Kreissprinkelanlagen dran hier. Und der Schlauch da hinten auch, da habe ich den Kreissprinkler auch abgemacht und mir so ein Verbindungsstück hier aus dem Baumarkt geholt. Die Pumpe läuft jetzt schon 20 Sekunden und hier passiert immer noch nichts. Das liegt daran, dass ich hier im System erstmal der Druck aufbauen muss, weil das tatsächlich 70 Meter sind. Da hinten kommt jetzt ein ganz bisschen rausgesplittert schon. Jetzt hört man es. Hier kommt jetzt an. So, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Die Düse muss ich gleich noch ausrichten, dass sie dann natürlich auch in Richtung Pflanze sprühen. So, das sieht so aber ja schon mal ganz nett aus. Selbst wenn ich sie nur so ein bisschen rauspisst, reicht es eigentlich zur Bewässerung. Wenn ich das jetzt direkt, das müsste ich jetzt direkt an die Wurzel legen hier, dann ist das mehr als ausreichend. Wenn ich das dann eine Viertelstunde laufen lasse, 3-4 Mal am Tag, wunderbar. Mit einer Zeitschaltuhr, da muss ich auch nicht immer da sein. Das letzte Stück hier, da tropft es sogar noch raus. Da könnte ich auch noch was mit bewässern, aber mache ich jetzt natürlich nicht, weil mir nichts einfällt. Hier den Baum könnte man damit so ein bisschen bewässern. Aber hier auf jeden Fall wichtig, da wird das Ganze direkt an der Wurzel bewässert. Selbst wenn es ziemlich warm ist, läuft das direkt an die Wurzel. Wunderbar. Hier, selbst wenn es da nur so ein bisschen rausläuft, wie man das hier sieht, ist das, ach Moment, da ist es, genau. Das ist trotzdem eine super Bewässerung, da kommt genug raus auf jeden Fall. So, hier fängt schon an ein bisschen zu sprudeln hier, wo der Druck etwas höher ist. So, hier auch. Und die habe ich hier so verteilt. Das mit dem Schlauch habe ich nicht ganz optimal gemacht. Ich hätte die Löcher erst bohren sollen, wo die Pflanzen dann da sind. Beziehungsweise ich hatte das erst hier anders vor, dass ich für jede zweite Pflanze einen Sprenger nehme. Weil wenn da mehr Druck drauf ist auf diesen Düsen, die sind ja eigentlich für so 10, 15 Meter Enden gedacht und nicht für 70 Meter. Dann machen die einen richtigen Sprühnebel natürlich über 1,50 Meter Radius. Und dementsprechend, das sind jetzt eigentlich nur wie so ja, Löcher. Ich hätte auch Löcher und Schlauch machen können, aber das wird dann nicht so gut verteilen hier, wie das jetzt der Fall ist. Das ist schon ziemlich optimal hier. Jede Pflanze wird hier wunderbar bewässert. So, ein Problem, was jetzt noch entstehen kann, dass wenn ich die Löcher da hinten drin habe, wo die Bambussorten hier noch nicht gepflanzt sind, dann kann es natürlich sein, dass der Druck absinkt und dass hier gar nichts mehr ankommt. Für den Notfall würde ich dann aber, sag ich mal, einen von den Dingern hier rausnehmen, von den Kreissprinklern. Dann soll es wieder funktionieren, aber da werde ich jetzt ein bisschen rumtüfteln. Aber hier mit dem ersten Resultat hier bin ich schon ziemlich zufrieden. So, es sind alle Düsen angeschlossen und man sieht immer noch, tropft es hier aus der letzten raus. Aber was natürlich deutlich zu sehen ist, ist, dass das hier schwächer geworden ist. Also es tropfelt jetzt nur noch aus allen ein bisschen raus. Und zwar die da hinten habe ich jetzt alle angeschlossen. Und zwar das zeige ich dir mal hier, weil man hier wirklich das, was ich von dem Druckverlust erzählt habe, sehr, sehr gut sehen kann. So sollen die Düsen eigentlich sprühen, so wie das hier jetzt zu sehen ist. Ich filme das mal aus einer anderen Perspektive. Hier kann man es dann besser sehen. So breit sprühen die Dinger nämlich. Über 1,50 Meter. So, und dann habe ich nämlich in etwas größeren Abständen die Düsen hier gemacht, weil die ja eigentlich etwas stärker sprühen sollten. Aber auch schon hier sieht man, dass der Druck relativ schnell abnimmt. Die hier sprüht schon nur noch halb so doll noch. Und dementsprechend ist es so, dass man idealerweise, weil man feststellt, der erste sprüht ganz doll, der zweite auch noch und dann nimmt es rapide ab. Und die restlichen hier, die sind ja relativ gleich. Also auch der letzte hier. Er sprüht ja noch ein bisschen und dementsprechend arbeiten solche Bewässerungssysteme wie dieses Gardena-Teil auch mit 1,5 Bar, glaube ich, was dann auf maximal 15 Meter Schläuche verteilt wird. So,
Jetzt natürlich ist es eigentlich kein Problem. Ich könnte es so laufen lassen. Und zwar deswegen, weil hier wird es ja natürlich mehr verteilt, dadurch wird es großflächiger. Und auf den, wo ich dafür jede einzelne Pflanze was habe gegenüber, da ist es ja so, dass jede einzelne Pflanze direkt an der Wurzel bewässert wird. Also die werden da hinten genauso stark bewässert wie diese hier mit dem Sprühnebel. So, beziehungsweise wie die mit diesem Sprenkelsystem. Jetzt habe ich aber noch überlegt, ich könnte jetzt mit relativ wenig Aufwand den Kreislauf vor dem ersten hier teilen. Da setze ich so einen Y-Verbinder rein, so ein Trennstück. Das heißt, dann geht es hier von dem Schlauch geht's in diesen Sprinkler und in diesen. Das heißt, eine Hälfte ist nur für diese beiden Sprinkler hier verantwortlich. Und die andere Hälfte geht dann direkt in dieses System hier und ist dann für dieses System hier verantwortlich und für die Schlaufe hier hinten. Ja, Problem, Bewässerungsanlage ist gescheitert. Ich werde es aber weiterhin versuchen und dich auf dem Laufenden halten. Ich muss mir eine neue Lösung einfallen lassen. Ich werde das natürlich jetzt nicht alles rausreißen. Aber erstmal werde ich wahrscheinlich von Hand bewässern, weil das ein bisschen viel Fummelkram ist. Da habe ich jetzt im Moment nicht so die Zeit für. Das ist eher so ein Projekt für die Sommerferien. Vorher werde ich von Hand bewässern. Das ist auch nicht so das Problem. Das dauert auch keine 100 Jahre. Macht ja auch Spaß. Ist ja eine meditative Beschäftigung. So, das heißt, ich habe hier einen normalen Bewässerungsschlauch. Ich hatte das jetzt hier mit dieser Dreifachverteilung. Aber das Problem ist, dass ich hier wieder ein Stückchen, ein Anschlussstutzen fehlte mir. Da habe ich dann so ein Rohr zwischengesetzt. Das ist vom Innendurchmesser zu klein. Dementsprechend ist der Druck zu gering. Ich kann aber letzten Endes diese Reihe komplett und die Reihe da hinten hiermit bewässern. Das funktioniert wunderbar. Das heißt, ich muss dann nur noch eigentlich hier die hier und die hier von Hand bewässern, die hier vorne sind. Weil ich kann nämlich hier an das Dreiecksteil, da kann ich einfach hier, da ist nämlich ein normaler Gartenschlauch dran. So, dann kann ich sozusagen, dann läuft die, wenn ich den Gartenschlauch zumache, dann läuft die Bewässerungsanlage prima, sogar bis da hinten hin. So, so funktioniert es. Und irgendwann im Sommer baue ich mir eine vernünftige Anlage. Ich habe nämlich heute eine Idee gehabt. Und zwar, ich brauche ja eigentlich den Gartenschlauch nie hier hinten, beziehungsweise man braucht ihn ja eigentlich meistens zentral als an einer Seite, weil dann spart man sich die Laufwege und das Schlauchverlegen. Das heißt, ich habe mir überlegt, hier bei der Gartenhütte hole mir so einen etwas dickeren Schlauch und verlege den dann hier hinterm Grundstück lang, da lang an der Wandung und buddel den dann sozusagen hier da irgendwo ein und gehe dann von dem von der Ecke hier hin und dann mache ich mir so eine zentrale Anschlussstelle, dass ich so immer von hier, dass ich dann da in einen Schlauch anschließen kann und dass ich dann komplett bewässern kann. Dann habe ich immer maximal, sagen wir mal, 15 Meter Schlauch, wenn das zentral ist vom Grundstück. Das ist dann perfekt und dann kann ich auch da anschließen, wenn ich zum Beispiel ganz nach vorne will aufs Grundstück. Da muss ich ja auch sowieso noch bewässern. Das heißt, dann könnte ich irgendwann mal überlegen, mir so eine, wirklich so eine Anlage zu bauen mit diesen Tröpfchendingern. Aber das ist eine ganz langwierige Geschichte. Da muss man viel probieren, viel ausprobieren. Man muss die Strecken, habe ich jetzt herausgefunden, auch alle parallel verlegen, wenn man sowas machen möchte. Das heißt, man darf maximal 10 bis 15 Meter Leitung haben mit diesen Düsen. Auch wenn es die Tröpfchenbewässerung ist. Und dann muss man mit Parallelrohren arbeiten. Die muss man im Garten am besten einbuddeln, unterm Rasen verlegen, damit man das nicht sieht. Und das werde ich dann aber irgendwie als extra Video hochladen, meine Gartenbewässerungsanlage, irgendwann in den Sommerferien definitiv. Und ja, das war's. Pimp My Garden Teil 12. Eine kleine Neuigkeit noch hier. Und zwar der Bambus wächst schon hier bombastisch, unglaublich hier. Da kommt er aus dem Boden geschossen. Und ich möchte dir eben zeigen, ich habe hier eine Markierung gemacht gestern, einen schwarzen Eddingstrich. Ich halte die Kamera jetzt genau gerade. Das heißt, man sieht schon, der ist in einem Tag 2 cm gewachsen. Das ist auch so, dass manchmal der Bambus auch in einem Tag 40 cm wächst. Das heißt, der wächst jetzt ein bisschen größer und dann schießt er, glaube ich, hier komplett auf die Höhe innerhalb von ein paar Tagen oder auch manchmal innerhalb von 3 Tagen, wenn das Wetter stimmt. Und ich mache mir jetzt hier jeden Tag eine Markierung dran. Hier kommt heute noch die zweite Markierung dran und dann kann ich mal immer so sehen, wie der Bambus wächst. Hier sind auch überall schon die Sprossen, die kommen hier wunderbar raus. Die kann ich entweder essen oder ich lasse besser wachsen. Ja, das war's. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Leider, wie gesagt, heute ein kleines Fail-Projekt. Aber ich habe gedacht, ich lade es trotzdem hoch. Warum auch nicht?